Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. EU-Gipfel in Brüssel. Die zweitägigen Beratungen der 27 EU-Staats- und Regierungschefs haben begonnen. Im Mittelpunkt stehen weitere Militärhilfen für die Ukraine sowie eine Stärkung der europäischen Rüstungsindustrie. Auch über die finanzielle Lage der Landwirte und den Nahostkrieg soll beraten werden. Schwerer Luftangriff auf Kiew. Die Ukraine konnte nach eigenen Angaben alle 31 russischen Raketen abfangen. Durch herabfallende Teile seien aber mindestens 13 Menschen verletzt worden. Mehrere Gebäude wurden beschädigt. Präsident Selenskyj bat die westlichen Verbündeten um weitere Flugabwehrsysteme zum Schutz des ganzen Landes. Deutsche Fregatte wehrt Angriff im Roten Meer ab. Nach Angaben der Bundeswehr zerstörte der Bordhubschrauber der Hessen eine Überwasserdrohne und schützte so einen zivilen Schleppverband. Die Bundesmarine beteiligt sich an einer internationalen Militärmission auf der wichtigsten Handelsroute von Asien nach Europa. Deutsche Bahn zieht Bilanz. Im vergangenen Jahr verbuchte der staatseigene Konzern einen Rekordminus von 2,4 Milliarden Euro. Das teilte Bahnchef Lutz mit. Zugleich seien 7,6 Milliarden in die marode Infrastruktur investiert worden. Im Fernverkehr lag die Pünktlichkeitsquote bei 64%. Leipziger Buchmesse fürs Publikum geöffnet. Bis Sonntag präsentieren mehr als 2000 Aussteller aus 40 Ländern ihre Veröffentlichungen, begleitet von zahlreichen Veranstaltungen. Am Nachmittag wird der Preis der Leipziger Buchmesse vergeben. Mit ihm werden herausragende Neuerscheinungen ausgezeichnet. Das Wetter. Morgen von Norden dichte Wolken mit Regen, dahinter am Nachmittag noch etwas Sonne, in der Mitte und im Süden bei einem Wechsel aus Sonne und Wolkenfeldern trocken. Höchstwerte 9 bis 21 Grad.